Weiter geht's mit WarioWare 1C. Heute kommt der dritte Jimmy an die Reihe und unser Final Boss Gegner. Ja, fangen wir aber mit Jimmy an. Da müssen wir ja wie viele Punkte erreichen? Sende 20 SMS. Bei 25 gibt's einen Bonus. Ja, bei 25. Okay. Und los geht's. Ja, Jimmy hat immer wieder neue Grooves drauf. Allerdings sind seine Spiele jetzt auch nicht mehr so ohne. Und los geht's. Sechs. Ja, wunderbar. Okay, das war der gewöhnliche... Oh, fuck. Der da? Der normale, ne? Ja. Karotte. Wunderbar. Ja, so läuft's, so läuft's. Wir haben ja am zweiten Jimmy sehr lange gehangen. Ja. Und erstes Spiel ist schon verkackt, wenn man sich wieder lobt. So, die haben wir... sehr knapp erwischt. Wäre ein Pixel nicht auf dem Foto, hätten wir verloren. So, stoßen. Das ist wieder das Spiel, was wir freigeschaltet haben mit Mona und Dribble. So, Frucht fangen, okay. Ernten. Mario Bros. 2, ne? So, aufpassen. Ja. Ja, das Spiel ist fies. So, ganz schnell A spammen. Das Spiel hatten wir noch nicht im normalen Modus, oder? Oh doch, mit der Banane. Denke ich. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Jetzt müssen wir uns etwas sputen. Und etwas schneller sein. Aber müsste an sich klappen. Ich bin fit heute. Da haben wir sie. Der Bossgegner wird natürlich der schwierige. Ups. Schwerer ist das da. Vergraulen. Okay, das ist ein fieses Spiel. Und ja, das ist wirklich fies. Wir hängen so lange an diesem scheiß Jimmy. So, das erste Leben haben wir aber schon ziemlich früh verschenkt. Das war nicht gut. Da und da. Aber wenn es so schnell geht, dann ist das auch nicht mehr so einfach. So positiv, exzellent, ne? Ja. Die Spiele ist exzellent. Okay, der rosere Standard Gameboy, doch. Gab's den in rosa? Ich denke schon, ich glaube ja. Sechs Frische. Ja. So, kämpfen. Es sind halt jetzt sehr viele unterschiedliche Spiele, das heißt, auch die Steuerung ist immer etwas anders. Das Thema hat sich nämlich verändert. Aufpassen, da. Ja, diesmal haben wir es hingekriegt. Und wir sind jetzt auch schon ziemlich weit mit 4 Leben. An sich müsste das jetzt funktionieren, wenn wir nicht ganz bescheuert sind. Mann. Auch verkackt, super. Okay, wieder mal gewonnen, aber jetzt sind wir genauso weit wie vorhin. Ja, das war geschenkt, zum Glück. Das ist auch nicht so schwierig. So, suchen, schwarz gepunktet, dort. Ja, wenn jetzt etwas mehr Konzentration gibt,
nichts, dann kann's klappen. Ach, das Spiel ist so unfair. Was ist mehr da? Die Inklings sind mehr da. Beschützen. Oh, das Spiel ist böse auf WarioWare. Ah. Das gibt's ja auch in der Smash Bros. Stage und tatsächlich hängen wir jetzt bei diesem scheiß Jimmy. Das gibt's doch nicht. Ich habe das aber nicht so schwierig in Erinnerung gehabt. Was war das denn jetzt? Grässlich. Naja, aber es ist die schwierigste Herausforderung des Spiels. Das da. Speed it up. Da war's doch. Oh, ein Glück. Und das geschafft, wunderbar. Sehen, da, ja. Oh. Das blödeste Spiel ever, Mann. So. Das können wir, auch wenn die Reaktionszeit dort gefragt ist. Das sind dann die EQ-Spiele, die sacken. So, das ist schwieriger. Oh, das war knapp. Okay. Ja, das ist wieder geschenkt. Also wenn die geschenkten Spiele kommen, dann können wir es schaffen. Anders anscheinend nicht. Okay, das war geschenkt. Das ist wirklich fies. Ich hasse dieses Spiel. Ja, gilt noch als Deko. Jetzt sind die Octolinge in der Mehrzahl. Ja, Splatoon gab's schon damals. Ah, ich bin so ein dummer Hering. Boss Stage. Okay, das Boxen in der ultimativen Stufe können wir schaffen. Ah, verdammt. So. Schlag doch! Nein. Oh, ja, was für ein Glück. Ich habe nur noch Dummheiten gedrückt. Und geht's jetzt sofort weiter oder müssen wir jetzt nochmal ran? Ah, wir müssen nochmal ran. Neuer Soundtrack hier. Ja, Variobeat. Das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Alles klar, du bist cool, Mann. Als nächstes wartet Wario. Ja, der Final Boss kommt nun auf uns zu. Aber anscheinend doch erst im nächsten Part, denn heute kommt... Oder nein, ich ziehe den Part jetzt länger. Ich mache das jetzt länger hier. Wir spielen nämlich jetzt Paper Plane. Ja, es ist wie das Spiel. Ich habe ja schon gesagt, dass es eine Vollversion davon gibt. Jetzt müssen wir hier halt gekonnt immer die Hindernisse durchqueren. Je schneller wir fliegen, desto schneller sind wir. Und ja, da geschieht nicht viel, bis dass wir den Highscore knacken. Ich weiß nicht, ob ich den Highscore je geschafft habe. Anscheinend nicht. Und ich weiß auch nicht, ob man dann etwas freischaltet. Ich verwechsel nämlich viel hier mit der DS-Version. Da konnte man nämlich noch viel mehr freischalten, auch mit dem Bonus-Content. Und ja, es kann sein, dass ich das jetzt verwechsle.
Das ist ja das erste Spiel der Serie. So, das ist die böseste Stelle. Hätten wir die geschafft, dann wären wir vielleicht fast auf 30. Aber jetzt kommen wir zum Final Boss, das Spiel. Und dann im nächsten Part werden wir Jimmy nochmal versperren und die einzelnen restlichen Missionen nochmal abhacken. Mal schauen, was es noch so zu tun gibt. Aber lange geht das Spiel jetzt nicht mehr. So, Mischmasch. Hier gibt es jede Menge Spiele von alles. Ich weiß jetzt nur nicht, wie die Geschichte bei diesem war. Ich denke, ich habe eine Vermutung und wir müssen 25 Dateien öffnen. Nein, dann ist es nicht das, was ich dachte. Okay, und los geht's. So, das Labor von Wario. Hier wird seine Kreation hier einen freien Lauf haben für die Spiele. Owens Finale. Meine Spiele sind die schwierigsten. Ja, denn er hat die Spiele, die es schon gibt, nur in seiner eigenen Form. Und ich werde nicht mit meinem wertvollsten Stück so umgehen. Denn wenn mein Laptop kaputt gehen würde, dann würde ich nicht mehr viel hier produzieren können von Videos. So, Mampf, Mampf. Ja, da kommt viel von Wario halt vor. So, wir müssen Wario natürlich komplettieren. Der Final Boss weiß ich aber jetzt nicht mehr, also wie die Boss-Stage ist. Muss ich kurz überlegen. Was gab's denn bei ihm zu tun? Denn ja, ich habe tatsächlich den DS-Teil sehr oft in den Gedanken. Oh, Super Mario als Super Wario. Also nein, das war ja Mario Brothers. Erstes Spiel, was schief gegangen ist. Aber gut. So, Ping-Pong. Bang-Bang. Nein, Paintball. Nicht Ping-Pong. Springen. Ja. Ja, ich wusste, dass es stehen bleibt. Dieses dreckige Ding. Ja, rennt der hier mit 150 mit Monster Truck durch die Gegend. So, das ist böse, böse. Vertreiben. Ja, altes Game & Watch Wario hier. Absetzen auf der Banane. Ah, super Klassiker. Wunderbares Spiel. Magisch. So, Animal Crossing hier. Excited by Mario Kart 8. Ja, da hatte der gedacht, aber nein, Wario lässt sich keine Tränen reinbringen. So, wir müssen abschießen. Kraft sammeln und reinhauen. Ja, wunderbar. Das läuft, auch wenn das Flugzeug jetzt kommt. Das schaffen wir nicht, nein. So, wir müssen genug essen hier. Referenz zu Wario Land 4, sehr geil. Das Spiel könnte schwierig sein, da hakt die Steuerung nämlich manchmal ein bisschen und wir sind beim Boss. Was war das denn nochmal? Ah ja, das ist richtig geil. Das ist so eine Compilation aus einigen Minigames. Ah, ich weiß nicht mehr genau, was zu tun war. Ja, scheiße, ich hab nicht gelesen. Mit Kommentieren ist das alles noch viel schwieriger. Aber das Spiel ist richtig geil. Das ist der geilste Boss des Spiels. Und jetzt hatte ich schon fast das erste Spiel verkackt. So, jetzt wurden wir kurz gestört, obwohl ich bereitgestellt hat, dass ich nicht gestört werden will. Mein Gott, ist das so schwer zu verstehen. Oh, und es ist verdammt heiß. Wow. Soll heute Abend aber wieder Regen geben. Kühlt alles ein bisschen weniger. Mehr ab.
So, und jetzt schaffen wir das. Je mehr Leben wir ins Finale mitnehmen, desto besser. Denn so einfach wird der Boss nicht. Und, das war dumm. Das war einfach dumm. Wow. Im letzten Millimeter. Haben wir das hinbekommen? Hab ich mich... Oh, wir haben denn nur 3 Schüsse. Verdammt. Ja, sie sind halt... Man kennt die Spiele, aber sie sind halt... so umgestellt, dass sie schwieriger sind und nur einmal muss getroffen werden. Okay. So, Pilz. Wunderbar. Ah, das Spiel ist so fies. Ja, das haben wir hinbekommen. Wunderbar. Der Boss kam bei welcher Stufe? Weiß ich jetzt nicht mehr. Und das war dumm. Das hätte man anders lösen können. Oh ja! Wenn wir das noch schaffen, das wäre erstaunlich. Da ist die Boss-Stage. Okay, ich versuche mich zu konzentrieren. Musik ist auch so geil bei diesem Boss. Zweimal aufpassen. Oh, verdammt. Da sind schwieriger Stufe, ist auch noch ziemlich böse. So, Schnapsdier. Das kommen wir zum Shooter-Teil, ne? Schnapsdier. Schneller. Schneller. Verdammt, das ist wirklich böse. Und jetzt kommt der Boss. Kommen wir mit einer Waffe, ne? Ja, den Boomerang, genau. Der kommt doch runter. Ja, den könnte man ganz locker besiegen. Ja, okay. Jetzt dachte ich schon, der lebte noch. Und wir kommen den goldenen Scheiß auffüllen. Aber es gibt natürlich nur die finale Stage. Ich finde das ziemlich geil gemacht wie Lauwesel. Oh, wir müssen A drücken, wir müssen A drücken. Lauf, 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 lauf. Indiana Jones hier. Ja, aber ein ganz guter Boss zum Abschluss von WarioWare. Finde ich cool. Und wir haben es tatsächlich geschafft in einem Lauf. Im zweiten Versuch. So geil, die Musik, Mann. Oh, und das Spiel ist fertig programmiert. Wir haben WarioWare hinter uns. Geschafft, mein Meisterwerk. So, wenn jetzt die Credits kommen, dann komme ich zum Fazit. Ansonsten geht das noch weiter, bis dass die Credits freigeschaltet sind und ja. Ich denke, dass die tatsächlich jetzt kommen. 3 Wochen später. Ja, Wario hat sein Spiel veröffentlicht, exportiert und steht jetzt in den Läden. Ob es ein Erfolg wird, tja, das hängt natürlich von den Kunden ab und wie man sieht, wird es ein Sequel geben. Du Gierschlund. Und alle Freunde verraten. Das ist der Wario. Und der hat sogar eine Rakete in seinem Haus. Mein Gott. Aber wird ihm das noch zum Verhängnis? Mona ist natürlich die Geldgeilste. Die anderen können das verkraften. Ah, der Humor ist so geil. Und da wird Wario seine rechte Strafe erlangen. Er wird ja eh genug Kohle von seinen Abenteuerteilen, die heutzutage nicht mehr existieren.
unglücklicherweise. Und da sind wir bei den Credits. Ja, WarioWare INC. Als ich mir das Spiel damals gekauft habe, da hatte ich natürlich keine Ahnung von dem Spiel. Ich habe es einfach wegen dem Cover gekauft und ja, ich konnte mir halt ein Spiel aussuchen und das war das Interessanteste meiner Meinung nach. Als ich es dann gespielt habe, grandios. Viele meiner Freunde finden das Spiel ebenfalls sehr gut. Natürlich hat sich das alles auf dem ersten Teil dann als zweiten Teil nochmal verbessert und ist nochmal ein gutes Stück besser geworden. Also das ist wirklich nicht mehr zu toppen. Der Humor, die Musik und die Charaktere sind total genial. Was mich allerdings stört, ist, dass Waluigi keinen Auftritt kriegt, obwohl es ja ein Wario-Spiel ist. Es wäre das erste Wario-Spiel, was es geschafft hätte. Und, ja. Wieso, da hätte man noch viel mehr Charaktere reinbringen können, die man schon kennen würde. So, sind das jetzt andere Credits oder die, die wir kennen? Nein, das sind die richtigen Credits. Okay. Ja, dann endet der Part von heute hier. Im nächsten Part werden wir dann die aufgetauchten Schweine erledigen. Das sind nämlich nochmal sehr harte, mit veränderten Regeln Missionen. Wir werden die Games noch zocken. Das, glaube ich, wird noch bis Part 20 so gehen. Und dann macht WarioWare eine Pause und wird dann irgendwann im August vielleicht als WarioWare DS starten. Aber das steht noch in den Sternen. Wie gesagt, es ist alles gesagt zu dem Spiel. Es ist ein gutes Spiel, man sollte es gespielt haben, man sollte es kennen. Allerdings, wer den GBA-Teil nicht besitzt und sich ihn nicht zulegen möchte, weil er sie nicht sammelt, sollte sofort auf den DS-Teil zugreifen. Es gibt noch eine GameCube-Version, die dieses Spiel als Partyspiel darstellt. Finde ich nicht so gut, weil es macht wirklich nur Spaß, wenn man zu viert ist. Ja. Das wäre an sich von meiner Seite alles. Der Part ist jetzt der längste Part, aber gut. Wir haben heute viel hinbekommen, viel weniger hinbekommen. Und ja. Wie das jetzt mit der Wario-Land-Reihe gelaufen ist, ist ja ein bisschen schade, aber ja, wenn Wario so erfolgreicher ist, dann gönne ich ihm das natürlich. Allerdings gibt es heutzutage auch noch viele andere tolle Charaktere dieser Serie. Game & Wario ist das der letzte Teil und falls ihr Bock habt, dann werde ich den auch let's playen. Allerdings nur, wenn, falls ihr Bock habt, denn ich besitze das Spiel nicht und habe gerade auch nicht das Geld, um mir es zu leisten. Da, ja, halte ich mich ganz an euch. Falls ihr es irgendwann sehen wollt, dann gebt mir doch Bescheid in den Kommentar. Ich werde mich jetzt verabschieden. Ihr werdet die Credits noch sehen. Und dann sage ich tschüss und ein Daumen hoch wäre nett. Bis zum nächsten Mal bei WarioWare INC. Thank you.